Das sieht nämlich definitiv aus wie ein Forum. Nein, das ist tatsächlich ein Theater. Deine Zeit ist gekommen, hier sind Zuschauer. Weil ich dachte, hier wäre das. Auf den ersten Blick sah das eher aus wie ein Forum. Also hier sitzen die ganzen Politiker und hier ist der, stehen die Vorstandsvorsitzenden und schreien. Also nicht wie ein Theater, weil ein Theater hat normalerweise hier eine extra Bühne eigentlich. Aber gut, es ist ein Theater. Und wer sind die beiden Leute hier? Lumdala, der Blick der staunhaften Frau könnte Stein zerschneiden. Sie wendet ihre scharfen Fangknochen in den Himmel und bedenkt dich mit einem kurzen Blick. Ihre Augen glänzen unter sieben Lidschatten und einem Rasiermesser scharfen Kajalstrich. Bevor du sprechen kannst, wirft sie die Hände dramatisch in die Luft. How do you do? Autogrammwünsche bitte nach der Vorstellung. Große Kunst erfordert große Konzentration. Und vom Sternfeuer wird die größte aller Künste erwartet. Was tust du? Das hängt ganz davon ab, was die Rolle verlangt, also sie ist Schauspielerin. Sie legt ihre schlanke Hand auf die Brust. Mal bin ich der bleiche Paladin, mal die Witwe des Waldes, mal die Kriegerkönigin Mokka. Jeden Tag ein anderes Leben. Leben zu können ist wahrlich einzigartig. Für einen Bewunderer kann ich wohl einen Augenblick entbehren. Was ist das Sternenfest? Wir sind die beste Theatergruppe der Stadt. Wir glauben, dass die beste Kunst lebensecht ist und man völlig darin eintaucht. Sie blickt das Amphitheater mit verzückten Augen an. Wir halten unsere Aufführung hier im Kupferweg ab zur Bank Allern. Nimmt das Sternfest viele neue Mitglieder auf? Aber natürlich, gutes Drama ist Balsam für die Seele und wir möchten möglichst vielen Zuschauern ein echtes Theatererlebnis bieten. Was für Mitglieder nehmt ihr auf? Wir nehmen neue und alte, große, kleine, erfahrene und unerfahrene Mitglieder auf. Wer auch immer am geeignetsten ist, eine Rolle voll auszuführen. Wie lange behaltet ihr eure Mitglieder? Solange sie die Anforderungen der Rolle erfüllen können. Sie glättet eine widerspenstige Haarsträhne. Das Schauspielerleben kann anstrengend sein. Manche halten daher kürzer durch als andere. Ich möchte was anderes fragen. Also gut, wenn du zufällig irgendwelche aufstrebenden Schauspieler kennst, schick sie zu mir. Ihre Lippen verziehen sich zu einem hungrigen Lächeln. Wir haben immer Platz für Anfänger. Okay. Und du? Tut mir leid, ich kann jetzt nicht sprechen. Okay, dann gehen wir einmal um das Forum kurz herum. Dass wir uns hier mal umgeguckt haben. Ersatz. Achso, das sind die Ersatzspieler, die nur ihre Stücke proben. Okay, das Theater. Das Theater haben wir uns da schon mal angeguckt. Ich würde dann wirklich sagen, wir gehen hier einmal rum und gehen dann als nächstes nach Farnheim, sobald wir uns hier alles angeguckt haben, was wir uns angucken können. Und wir lassen die Schauspieler mal Schauspieler sein. So, einmal da rein bitte. Können wir schon mal herausfinden, was die Betten von Trutzbuch zu kosten. Hier sind schon mal Leute, die wir einfach wieder, deren Seelen wir wieder gucken können. Gemeine, Leibwächter, Edelmann, Söldner. Na, die Dame scheint Probleme zu haben. Oh cool, wir können uns hier umschauen. Also hier ist die Küche auf jeden Fall. Aber den Koch beklauen ist eine unschöne Art. Also klauen werde ich in dem Spiel wahrscheinlich versuchen zu vermeiden. Reden wir mal mit der Frau hier. Eine Frau sitzt allein an einem Tisch, auf dem sie etwas kreisen lässt, das sie mit wütenden Augen fixiert. Es ist etwa so groß wie eine Münze, als es über eine Kerbe im Holz wackelt, ertönt ein metallisches Klimpern. Sie packt den Gegenstand mit einer Hand und schlägt mit der anderen einen halb leeren Kelch auf den Tisch. Lasst mich in Ruhe.
Du siehst so aus, als könntest du noch etwas zu trinken gebrauchen. Ich gehe hin, sie nimmt einen langen Schluck aus dem Kelch. Ich versuche nur, mich zu beruhigen und mir auszureden, etwas Dummes zu tun. Etwas Dummes? Sie sagt eine Weile lang nichts, als würde sie hoffen, dass du gehst. Schließlich bricht Kaenra zu dir auf und das Licht in der Lampe fällt auf ihr Gesicht. Auf ihrer Wange prangt ein violett anlaufender Bluterguss. Ah. Ich muss meinem Verlobten Purnisk etwas geben. Nur scheint er nirgendwo ohne seine neuen Freunde hinzugehen und die sind keine sonderlich angenehme Gesellschaft. Wer hat dich geschlagen? Sie schüttelt den Kopf. Ich weiß, wie es aussieht, aber du verstehst das nicht. Er sieht Purnisk nicht ähnlich. Es sind hier diese neuen Freunde. Sie sind ein schlechter Einfluss. Was für neue Freunde? Sie kommen in unser Haus mit ihren toten Augen und ihren schwarzen Zähnen. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, was das heißt. Purnisk schickt mich weg, wenn sie kommen, aber es ist doch offensichtlich, was sie dort tun. Als sie das letzte Mal kamen, habe ich ihnen gesagt, sie sollten verschwinden. Sie sollen ihren Spaß irgendwo im Geschenk haben, aber nicht unter meinem Dach. Was auch immer das heißen soll. Sie runzelt zornig die Stirn und zuckt dann zusammen und lässt ihm die Spitzen vorsichtig die Schwellung ab. Svef verändert einen. Der Purnisk, den ich kannte, hätte nicht einmal eine Spinne zerquetscht. Ich hätte nie gedacht, dass er sie verstummt, noch immer ihr geschwollenes, verfärbtes Gesicht berührend. Svef scheint eine Droge zu sein. Was ist Svef? Ich weiß nicht, was daran lustig ist. Sie blickt ihm misstrauisch ein. Weißt du das wirklich nicht? Ich glaube, es ist ein Busch. Er wächst irgendwo in den Bergen. Er trägt dunkle Beeren, die sie irgendwie behandeln. Sie machen eine klebrige Paste daraus. Man reibt sie sich in das Zahnfleisch und dann sieht man angeblich, ich weiß es nicht, unglaubliche Dinge. Die eigene Seele. Leute, die das Zeug nehmen, tun nichts anderes mehr. Sie liegen herum und sehen Dinge tagelang. Warst du schon bei den Schmelztiegelrittern? Um ihnen zu sagen, dass mein Verlobter mich geschlagen hat, sie schüttelt den Kopf. Sie werden mir nur raten, mich von ihm fernzuhalten. Die haben zu viele andere Probleme, die können sich nicht um einen Ehestreit kümmern. Aber Svef macht die Leute ruhig und teilnahmslos, es sollte sie nicht gewalttätig machen. Kenra zuckt mit den Schultern, ich weiß es nicht. Es erscheint mir besser, als zu glauben, dass er es schon immer so war. Vielleicht könnte ich mit ihm sprechen. Ihre Hand ruht auf dem Tisch und sie ballt sie zu so einer Faust, dass die Knöchel weiß hervorstehen. Ich habe nichts mehr zu sagen, es ist vorbei. Ich will ihm nur das hier zurückgeben und einen Schlussstrich ziehen. Sie öffnet ihre Hand und ein Ring fällt klimpernd auf den Tisch. Er gehörte seiner Großmutter. Selbst nach allem, was geschehen ist, konnte ich ihn nicht verkaufen. Aber ich weiß, was passiert, wenn ich selbst gehe. Ich verliere die Beherrschung und hole mir wahrscheinlich noch etwas. Sie deutete auf ihr Pfeilchen. Normalerweise würde ich einem Fremden nicht so vertrauen, aber man sagt, du hättest ein gutes Herz. Woher weiß sie auch, dass ich ein gutes Herz habe? Wenn du ihm das hier gibst, dann weißt du, dass es aus ist. Dann bringe ich diesen Ring zu ihm. Sie blickt dich an und nickt. Das Haus liegt ein kleines Stück nördlich von hier, aber bitte tu ihm nicht weh. So zornig ich auch bin, ich will mein Gewissen nicht damit belasten. Okay. Sein altes Ich. Was haben wir hier? Auf der anderen Seite des Vorhangs diskutieren ein Zwerg und ein Orlaner über Philosophie. Ach, das sind so Privaträumchen. Schauspieler Kaufmann. Noch ein Typ, der in dessen Seele wir schauen können. Oh, Edda hat was zu sagen. The dozens. Die Dutzende. Pretty sure you won't find one among them who stood within 100 miles of that bridge when the Godhammer went off. Too bad, too. Then there'd be less of them. Die Dutzende. Er schüttelt bitter lächelnd den Kopf. Bin mir ziemlich sicher, dass du innerhalb derer, die in einem Radius von 100 Meilen um diese Brücke herumstanden, als der Götterhammer losging, keinen einzigen von ihnen finden wirst. Das ist auch ja mal schade, denn dann gäbe es weniger von ihnen. Warum nennen sie sich die Dutzenden? Waren 12 Dürrwürde, die außerhalb der Zitadelle von Heilgott darauf warteten, dass Whitewind die dortige Brücke überquerte. Sie mussten ihn dort lange genug bis zur Detonation des Götterhammers aufhalten. Also taten sie genau das. Was ist der Götterhammer?
So nannten sie die Bombe, die weitwindig in die Luft sprengte. Viel mehr als das weiß ich nicht darüber. Wenn etwas einen Gott tötet, dann muss man ihm wohl einen Namen geben. Was hast du gegen die Dutzenden? Ach, nichts Schlimmes. Nichts, das ich nicht auch gegen viele andere Leute hätte. Die Dutzenden nehmen die Dinge gerne in die eigenen Hände. Manchmal wird es dann ziemlich hässlich. Hier in Golta gibt es keine. Aber sie würden hier sich sehr zu Hause fühlen. Also, das ist ein bisschen schlecht übersetzt. Also in Golta gibt es keine. Sie wählen diesen Namen aus, damit sie sich ungeachtet ihrer Taten immer im Recht fühlen konnten. Mit Ehre oder Aufopferung hat das nichts zu tun. Wenn sie sich besonders rechtschaffen fühlen wollen, berufen sie sich gerne auf Makran. Irgendwie glaube ich nicht, dass dieser Haufen sie sonderlich beeindrucken würde. Ich bin sicher, dass sie gerne jedes Mal, wenn sie ihren Namen verwenden, gerne in Brand stehen. Aber gegen sowas haben die Götter wahrscheinlich Regeln. Leute verstecken sich gern hinter Symbolen, damit man sie nicht in Frage stellen kann. Es muss genügend einer anderen Gruppe geben, die dessen Abbilder ihre Vorbilder abgeben. Oh, wie scheiße, etwas würde ich gern mal sehen. Sicherlich hat Magran würdige Anhänger. Sie scheint die unterschiedlichsten Typen anzusehen. Mehr als ihr lieb ist, vermutlich. Kriegstreiber, Feuerverehrer, seine Augen fixieren einen Augenblick lang Duvens. Aber sie leistet doch Besseres. Viele gute Soldaten richten ihre Gebete an sie, als sie auf die Front zumarschierten. Sie sind es vermutlich, mit denen sie lieber sprechen würde. Lass uns fortfahren, gute Idee. Ich bin eigentlich mal auf Duvens erste Prüfung gefasst. Hier könnten wir wieder was klauen. Der Mann hinter dem Tresen ist beinahe so groß wie ein Ammauer. Ein Griff ragt hinter seinem Rücken hervor und sein Gesicht ist ein permanentes, stoisches Stirnrunzeln. Er nickt dir leicht zu. Kommst du zum Trinken? Vor ihm steht ein winziger Zinnkelch. Er dreht ihn in einer Hand, trinkt aber nichts daraus. Erzähl mal etwas über dich. Ich heiße Bischof. Und hier steht Bischof. War früher gelehrter Beratz, jetzt bin ich ein Wirt im Fuchs und Gans. Und sorge dafür, dass niemand Ärger macht. Er bewegt sich ein wenig und du siehst einen Kriegshammer, der am Rücken hängt. Was gibt es noch zu sagen? Wie bist du vom Geistlichen zum Wirt geworden? Die Reise ist nicht so lange, wie man denkt. Es fing mit den Hochgeburten an und damit. Er holte eine schwarze Flasche von unter dem Tresen hervor und füllt den Zinnkelch. Es war der Sohn meiner Schwester, er nimmt einen Schluck. Ganz am Anfang von Whitewinds Vermächtnis. Er war einer der Ersten. Ich hätte nie gedacht, dass nach ihm so viel kommen würden. Drakönen sind Teil des Kreislaufes, doch auf sie folgt die Wiedergeburt. Und doch trauerten jedes Jahr mehr Eltern um ihre wohlgeborenen Kinder und die Götter blieben stumm. Du hast also deinen Glauben verloren. Er lehnt sich nach vorne, die Arme auf dem Tresen verschränkt. Beratsch verspricht die Wiedergeburt, Kreisläufe. Aber der einzige Kreislauf, den ich finden konnte, war dieser hier. Er klopft auf den Tresen. Trinken, noch mehr trinken und noch mehr, bis ich nicht mehr wusste, wie ich überhaupt nach Hause gekommen bin. Aufwachen, wiederkommen. Schließlich wachte ich eines Tages auf und meine Familie hatte die Sachen gepackt und war fort. Vielleicht waren sie schon seit Tagen weg und ich hatte es nicht gemerkt. Aber sie waren weg, also kam ich her. Seitdem habe ich mich gebessert. Nicht, dass ich meine Antworten gefunden hätte, er leerte den Kelch. Ich habe nur aufgehört, Fragen zu stellen. Recht viel los hier. Das Gasthaus wurde in der Frühzeit der Unabhängigkeit des Dürrwalds gegründet. Von einem reisenden Gelehrten namens Erol von Levi. Er wollte einen Ort schaffen, an dem Gestandene jeder Herkunft sich versammeln und über die Belange eines neuen Lebens sprechen konnten. Er legt seine Ellbogen auf das polierte Holz des Tresens. Es dauerte nicht lange und es war hier gerabbelt voll. Adlige aus Farnheim diskutieren mit den Dockarbeitern aus dem Geschenk. Ach so, das Geschenk, das ist ja der eine Ort am Hafen wahrscheinlich, der Sumpf, den sie trockengelegt haben. Jetzt kapiere ich's. Während Soldaten mit Politikern zanken. Die Dürrwälder sind nicht dafür bekannt, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Er trinkt aus dem winzigen Kelch. Was ist dann passiert? Bald kamen auch Gestandene vor den Höfen und aus den Siedlungen. Er deutet auf die Tür, als würde er damit rechnen, dass eine große Menschenmenge reingetorkelt kommt. Das Gasthaus wurde unter valianischen Matrosen noch beliebter als der salzige Mast. Und das war das Problem. Er leerte den Kelch. Was die Leute auch über Toleranz und Streitkultur sagen, irgendwann kommt jeder an seine Grenzen.